So eine Nespresso-Kapselmaschine ist ein richtiges Preis-Leistungs-Wunder. Und wenn du dem Ding auch Sorge trägst und richtig reinigst und pflegst, so kann das Ding auch wirklich eine lange Zeit halten und Spitzenergebnisse aus so einer Kapsel zaubern. Hier zeige ich dir deshalb meine drei Schritte, die ich mache, wenn ich meine Kapselmaschine reinigen und entkalken möchte. Los geht's! Als erstes, bevor wir die Reinigung starten, ist es wichtig zu verstehen, wie erkennt man denn überhaupt, dass eine Reinigung wieder mal fällig ist. Da gibt es zwei Dinge, die du beachten musst oder beachten kannst. Zum einen ist es die Entfettung, also wie viel Kaffeefett, Kaffeerückstände habe ich in meiner Maschine drin. Da ist es am einfachsten, eine Tasse darunter zu stellen, Hebel zu ziehen und ohne eine Kapsel drin einmal Wasser durchzuspülen. Und wenn du dann an dem Wasser riechst, solltest du merken, ob das frisches Wasser, geheiztes Wasser ist oder ob da vielleicht ein Eigengeschmack von der Maschine mitkommt, den es zu reinigen gilt. Ob du deine Maschine entkalken sollst, das merkst du meist daran, dass vorne wirklich das Wasser so ein bisschen milchig rauskommt. Man sieht da so ein bisschen eine Trübung im Wasser und dann weiß man, dass da deutlich zu viel Kalk mit in dem Wasser drin ist und dann wird es Zeit, das Ganze zu entkalken. Beide Dinge können zum gleichen Problem führen, nämlich wenn du vorne zu viel Kaffeefett drin hast, dann kann dieses Rohr vorne, wo der Kaffee rauskommt, auch wirklich mit Kaffeefett zuwachsen. Der Durchmesser wird immer kleiner und am Ende verstopft das Rohr komplett. Und das kann dann wirklich die Lebensdauer massiv verringern und man kann das Gefühl haben, dass das Ding kaputt ist, obwohl es eigentlich nur dreckig wäre. Das heißt, da lohnt es sich, eine regelmäßige Reinigung zu machen, alle paar Monate oder so. Und genau das Gleiche gilt für Kalk. Auch bei Kalk kann es dazu führen, dass die Durchmesser, die Rohre mit dem Kalk immer kleiner werden und am Ende sogar verstopfen, gar kein Wasser mehr rauskommt und man dann meint, die Maschine sei kaputt. Das heißt, regelmäßige Reinigung, Entkalkung lohnt sich auf alle Fälle, nicht nur für den Geschmack, sondern auch für die Lebensdauer. Dann mache ich jeweils zuerst bei meiner Maschine eine Reinigung. Dazu haben wir dir ein Reinigungsset zusammengestellt. Am einfachsten geht es, die Kapselmaschine so mit wiederbefüllbaren Edelstahlkapseln zu putzen, zu reinigen. Das heißt, hier haben wir eine Kapsel, die können wir aufmachen. Wir können jetzt zusammen mit unserem Kaffeefettlöser einmal eine Kapsel füllen. Diese dann einwerfen in unsere Kapselmaschine, Hebel zumachen und jetzt stellen wir eine Tasse oder ein Gefäß unter den Auslauf, drücken einmal die Espresso-Taste und jetzt wird wirklich alles, was mit Kaffee und Kaffeefett in Berührung kommt, mit heißem Wasser und diesem Fettlöser gereinigt. Wir lassen das eine Zeit einwirken, bevor wir unsere nächste Espresso-Tasse brühen und das machen wir so lange, bis da einigermaßen wieder Wasser durchkommt, sprich vielleicht 5, vielleicht 10 Mal oder so. Das dauert nur ein paar Minuten. Ich kann dann die Kapsel wieder auswerfen und jetzt spüle ich einfach eine Zeit, vielleicht sogar einen ganzen Wassertank durch mit klarem Wasser, damit ich wirklich alle Resten draußen habe aus der Maschine und da kein Putzmittel, keine Rückstände vom Reinigungsmittel mehr in meiner Brühgruppe drin sind. Jetzt habe ich also eine restlos gereinigte Maschine und für Spitzenergebnisse mache ich das jeweils so, dass ich das öfters mache. Vielleicht mache ich das einmal im Monat, kommt ein bisschen auf deinen Verbrauch drauf an, aber du merkst das ja mit dem Wassertest, wann es Zeit ist, die Maschine zu reinigen. Eine Entkalkung mache ich seltener, aber das würde ich dir jetzt zeigen, wie das geht. Und vielleicht machst du das nur jedes zweite, jedes dritte Mal. Kommt auch wiederum auf deine Wasserqualität drauf an. Das Entkalken selbst, das machen wir eigentlich nur, damit wir die Rohre wieder frei bekommen, damit die nicht zuwachsen und die Maschine vermeintlich defekt wird, aber auch für den Geschmack in der Tasse. Du wirst vor dem Entkalken und nach dem Entkalken wahrscheinlich einen großen Unterschied merken. Und wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich ziemlich simpel. Du kannst einmal hinten den Wassertank komplett leeren, dann schnappst du dir einmal eine Entkalkflasche oder ein Entkalkungsmittel. Achte darauf, dass es irgendwie kompatibel zu deiner Maschine ist. Frag da deinen Maschinenverkäufer. Vielleicht steht es bei dir auch in der Bedienungsanleitung. Es gibt Entkalkungsmittel für Aluminium, für Chromstahl, für Messing und so weiter, dass du da das Passende hast. Einmal hinten die richtige Dosierung in den Wassertank. Meist muss man das dann auffüllen mit Wasser und dann kann man unkompliziert den Hebel zu-
und im Intervall, im Kaffeetassenintervall, das Ganze einfach durchspülen, bis der komplette Tank einmal durch die Maschine gewandert ist. Oft reicht das. Man sieht dann auch, am Anfang wird es so weißlich vom Entkalker, je nachdem wie schlimm das die Verkalkung ist. Und am Ende mache ich das jeweils so, dass ich den Tank hinten einmal mit klarem Wasser ausspüle, dass da keine Resten mehr vom Entkalkungsmittel drin sind. Fülle den auf mit frischem Wasser und jetzt lasse ich einfach nochmals einmal eine ganze Tankfüllung durch die Maschine laufen, bis ich weiß, dass einmal sauberes Wasser wieder drin ist und dann sind wir eigentlich wieder betriebsbereit und haben das Ding so gut es geht entkalkt. Dann noch eine Klammerbemerkung, bei vielen Maschinen ist es tatsächlich so, dass du ein eingebautes Entkalkungsprogramm hast. Oftmals kannst du beide Tasten gleichzeitig für längere Zeit drücken und dann geht sie in den Entkalkungsmodus und dann pulsiert sie so das Wasser durch die Maschine hindurch im richtigen Intervall, damit das Ding auch richtig entkalkt wird. Da lohnt es sich einmal die Bedienungsanleitung wieder zu konsultieren und die richtige Tastenkombination für deine Maschine herauszufinden. Dann haben wir jetzt nicht nur entkalkt, sondern auch entfettet und was du jetzt zum Abschluss noch machen kannst, all die Plastik-Kunststoffteile, die du wegnehmen kannst, kannst du jetzt natürlich auch noch in die Spülmaschine oder unter dem Wasserhahn ausspülen, damit die wieder picobello sauber sind, zusammenbauen und dann ist deine Maschine wieder ready für Spitzenergebnisse in der Tasse. Ich kann es gar nicht oft genug betonen, aber ich spüle wirklich viel Wasser vor meiner Extraktion aus der Maschine hindurch, dass ich frisches und heißes Wasser verwende für Spitzenergebnisse und damit auch wirklich alle Resten aus der Maschine rausgespült sind. Wenn du jetzt unsere Kapseln probieren möchtest, dann findest du diese jeweils in unserem Webshop und wenn du Fragen oder Anregungen, Kommentare zum Entkalken oder Reinigen hast, dann gerne einmal unten reinschreiben. Und wenn du wissen möchtest, wie du Spitzenergebnisse aus so einer Kapselmaschine bekommst, haben wir dir ein separates Video zusammengestellt.